Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, Alex, euer Online-Deutschlehrer. Letzte Lektion, Genitiv, Theorie, diese Lektion, Genitiv, Praxis. Ihr wisst bereits, wie unsere Aufgaben strukturiert sind, deswegen kann ich hier ganz, ganz schnell weitergehen. Findet bitte den Genitiv. Ihr könnt jederzeit pausieren, ihr schaut euch das einfach in Ruhe an, findet den Genitiv und dann machen wir weiter. Hier habt ihr übrigens, hier steht zwar Dativ, aber es geht hier auch um den Genitiv. Das ist das Gleiche. Schaut euch die Sätze an, pausiert das Video. Und ich werde jetzt auf die Lösung des Rätsels rüberklicken. Bald. Hier steht übrigens immer noch Dativ. Wir meinen immer noch den Genitiv. So, das sind jetzt die letzten beiden. Es sind 10 an der Zahl gewesen, wo ihr den Genitiv finden müsst. Erinnert ihr euch noch hier an diesen sympathischen Herrn? Das ist O.J. Simpson. In den 90er Jahren ist er auch in Europa bekannt geworden, weil er eben des Mordes beschuldigt worden ist. So, meine Lieben. Und jetzt machen wir mit den gleichen Folien auch die Lösung, weil wir hier noch diese schönen Bilder haben. Wer hat den Tresor meiner Eltern gestohlen? Und hier ist es meiner Eltern. Meine Eltern ist der Genitiv in diesem Fall. Ihr fragt ganz einfach, wessen Eltern? Und die Antwort darauf ist, also wer hat den Tresor wessen gestohlen, nicht wessen Eltern, sondern wessen, und das ist dann meiner Eltern. Und deswegen wisst ihr, es geht ja hier um den Tresor, der gehört den Eltern und deswegen stehen Eltern im Genitiv. Ihr erinnert euch ja noch, Genitiv, das ist der Fall, wo irgendetwas gehört. Ihr seid alle eures Glückes Schmied. Hier ist es eures Glückes. Es geht nämlich um das das Glück. Und die Frage ist, wessen Glückes Schmied seid ihr? Oder wessen Schmied seid ihr? Schmied ist übrigens Smith. Das hier ist ein Schmied. Und genauso wie der Schmied hier dieses Metall hier fertigen kann, genauso ist es möglich, so sagt man im Deutschen, dass man in der Lage ist, sein eigenes Glück zu produzieren. Und hier eures Glückes ist Genitiv, das erkennt ihr auch deswegen, es ist das Glück, es ist neutral und deswegen ist es der Buchstabe, an dem man den Genitiv erkennen kann. Er profitiert vom Gehalt seiner hart arbeitenden Ehefrau. Auch hier der Genitiv im Sinne von etwas gehört zu etwas und hier gehört eben die Frau ihm, deswegen seine Frau. Und ihr habt hier, apropos, ich hätte auch gerne eine Frau, von deren Gehalt ich profitieren kann. Es ist leider so, dass, ja, wobei, es ist ja jeder seines eigenen Glückes Schmied, also müsste man sich eine Frau aussuchen. Na gut, lassen wir das. Der Genitiv ist jedenfalls hier seiner Ehefrau. Und natürlich mit Arbeitenden, ihr wisst, das Adjektiv in der Mitte mit en am Ende, das ist neutral. Aber hier ist es die Frau und deswegen seiner. Ihr wisst ja noch, der R am Ende ist der Artikel für Genitiv, übrigens auch für Dativ im Femininum, bei etwas, was feminin ist. Und deswegen seiner arbeitenden Ehefrau, das ist der Genitiv hier. Und das ist die Handtasche unserer Klassenlehrerin Frau Schmidt. Wessen Handtasche ist das unserer Klassenlehrerin. Auch hier habt ihr das mit einem R am Ende, weil es sich halt eben um Genitiv handelt. Und das ist die Klassenlehrerin, feminin. Und R geht eben zusammen mit dem. Wie gesagt, wenn ich auf diese Buchstaben hinweise, das sind keine Regeln. Ich verwende das einfach nur, damit es für euch optisch leichter wird, den Genitiv, wenn ihr mal einen Text lest oder den Dativ oder den Akkusativ, anhand von solchen Endungen zu erkennen. Das ist nicht offiziell,
Das ist, weil es gibt Ausnahmen. Aber im Großen und Ganzen könnt ihr das so erkennen. Und das wird euch am Anfang ein kleines bisschen helfen, euch in diesem Dschungel der Fälle der deutschen Sprache zurechtzufinden. Aufgrund des schlechten Wetters konnten wir heute nicht in den Tiefen des Schwarzwaldes wandern gehen. Das ist ein sehr langer Satz und es gibt hier auch mehrere Genitivkonstruktionen. Aufgrund ist eine Präposition, die auf den Genitiv hindeutet bzw. ihn verlangt. Und deswegen des schlechten Wetters. Ihr habt wieder diese Dreierkonstruktion, Artikel, Adjektiv, Substantiv. In der Mitte, das Adjektiv ist neutral mit N am Ende, aber des Wetters. Das Wetter ist neutral im Sinne von Geschlecht, von Genus und deswegen es, sowohl im Artikel als auch hier am Ende des Substantives, das Genitiv es. Und konnten wir in den Tiefen des Schwarzwaldes. Des Schwarzwaldes ist ebenfalls Genitiv. In den Tiefen wessen oder in wessen Tiefen des Schwarzwaldes. Deswegen, hier habt ihr wunderschön zwei Genitivkonstruktionen, eine nach dem anderen. Trotz deines Trainings hast du das Tennisspiel verloren. Na, wer ist denn das? Das könnte Sabine Lisicki sein, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist eine deutsche Tennisspielerin, glaube ich. Wichtig ist trotz. Trotz ist ebenfalls eine genitiv erfordernde Präposition und deswegen deines Trainings. Es am Ende, es hier. Ja, es wiederholt sich. Nichts Neues im Westen. Na, und hier, von Deutschland aus gesehen, liegt Frankreich westlich des Rheins. Ihr erinnert euch, westlich, östlich, nördlich, südlich, oberhalb, unterhalb, diese geografischen Präpositionen, die erfordern den Genitiv des Rheins, der Rhein, maskulin, deswegen es hier am Ende und es im Artikel. Und schon habt ihr die wunderschöne Genitivkonstruktion gefunden. Und hier, wenn du viel trainierst, dann wirst du bestimmt dieser Sache mächtig. Einer Sache mächtig werden bedeutet to master something. Also im Sinne von sehr, sehr gut in einer Sache werden. Und dann, wenn du viel trainierst, dann wirst du bestimmt dieser Sache mächtig. Dieses mächtig zusammen in der Konstruktion einer Sache mächtig sein oder werden, das braucht den Genitiv und deswegen ist es dieser Sache. Das ist die Sache, also feminin, und im Genitiv hast du in dem Pronomina oder im Artikel den Buchstaben R. Dieser Sache mächtig. Ihr seht, das wiederholt sich, genauso wie beim Dativ oder Akkusativ. Und wenn man das Stupide wiederholt, wird man irgendwann mal ein sehr, sehr schönes Sprachniveau erreichen können. Und hier noch einmal der O.J. Simpson, beschuldigte O.J. Simpson, Staatsanwalt, der Staatsanwalt beschuldigte O.J. Simpson des Mordes. Jemanden einer Sache beschuldigen, das ist ebenfalls das verlangt ebenfalls den Genitiv. Es ist die Sache, aber es ist der Mord. Und deswegen habt ihr hier des Mordes. Es ist maskulin und deswegen der Buchstabe S wieder verwendet. Und daran erkennt ihr auch den Genitiv relativ rasch. Und hier, last but not least, Rumänien liegt beiderseits der Karpaten. Das hier ist Rumänien. Und die Karpaten sind hier dieser Gebirgszug hier. Und Rumänien liegt auf beiden Seiten der Karpaten, beiderseits der Karpaten. Und bei diesen geografischen Präpositionen wisst ihr mittlerweile, das muss mit Genitiv gehen. Und Karpaten ist im Plural im Deutschen, ähnlich wie im Englischen auch. Und deswegen Plural genauso wie Femininum, da ist der Artikel der. Rumänien liegt beiderseits der Karpaten. So, hier diese Art von Übung kennt ihr bereits, wie ist es richtig, hier habt ihr das, wir wechseln gleich den Slide und dann habt ihr hier unten fett die richtige Antwort. So, ich bin mir dieser Sache sehr sicher, sich einer Sache sicher sein, to be very sure about something, hast du dieser Sache, das ist der Genitiv, die Sache ist feminin, deswegen R am Ende und so weiter und so weiter. Ihr seht, ich sage immer wieder das Gleiche. Und das ist gut für euch, weil ihr müsst euch gar nicht so viel merken. Das sind so ein paar Aspekte, wenn ihr die irgendwann mal drauf habt,
dann seid ihr schon ziemlich gut in der deutschen Sprache. So, hier ein wunderschöner Satz. Und hier, am 14. Februar gedenken wir der gefallenen Zivilisten. Der 14. Februar 1945, da ist die deutsche Stadt Dresden bombardiert worden. Und deswegen wird am 14. Februar dieser gefallenen Zivilisten gefallen, hier bedeutet gestorben, gedacht. Am 14. Februar gedenken wir der gefallenen Zivilisten. Gedenken, einer Sache gedenken, Genitiv und deswegen der Artikel hier, das ist Plural, also der, im Genitiv ist der Pluralartikel der, Gefallenen mit N am Ende, das kennt ihr bereits, und Zivilisten ist dann eben das Substantiv dazu. Hier ist es überführen. Jemanden einer Sache überführen ist auch eine Genitivkonstruktion. Also ist richtig, die beiden Täter konnten der Körperverletzung überführt werden. Es ist die Körperverletzung. Warum ist es die Körperverletzung? Weil es ein Substantiv mit UNG am Ende ist. Ihr kennt diese Regel bereits. Und im Genitiv ist der Artikel der. Sich einer Sache, eines Verhaltens schämen, ist ebenfalls genitiv relevant oder erfordernd. Er schämte sich seines Verhaltens sehr. Es ist das Verhalten, maskulin und neutral im Genitiv mit S, also seines Verhaltens. Und ja, eine schöne Frage übrigens, die Antwort haben wir gleich hier. Barack Obama hat den Friedensnobelpreis gewonnen. Bis hierher noch kein Genitiv. Aber jetzt ist er dieses Preises würdig. Hier in der Frage, da ist dieses Preises, da habt ihr den Genitiv. Warum? Weil einer Sache würdig sein ebenfalls eine Konstruktion ist, die mit Genitiv geht. Und deswegen dieses Preises, der Preis ist maskulin im Genitiv mit S. Et voilà, so einfach kann die deutsche Sprache sein. Und hier das Gleiche jetzt nicht mehr mit Adjektiven oder Verben, sondern mit Präpositionen. Aber genau das gleiche Prinzip. Anstelle Ihres Geldes nehme ich lieber Ihre Seele. Ihr erinnert euch ja noch, ein paar Lektionen davor hatten wir ja Goethe, Johann Wolfgang von Goethe. Sein berühmtestes Werk ist der Faust. Viele von euch haben wahrscheinlich schon von Goethes Faust gehört. Und da geht es auch darum, dass der Protagonist, der heißt eben Faust, eine Art Wette oder einen Vertrag mit dem Teufel abschließt. Und da geht es auch um das Verkaufen der eigenen Seele. Und genau darauf habe ich hier angespielt. Anstelle Ihres Geldes nehme ich lieber Ihre Seele. Anstelle ist eine Präposition, die Genitiv erfordert. Deswegen Ihres Geldes, das Geld, neutral, also es, Ihres Geldes. Welche Hauptstadt ist gemeint? Welche Hauptstadt liegt unweit von Potsdam? Unweit der Hauptstadt liegt Potsdam. Es ist natürlich Berlin. Potsdam ist eine Stadt, so 10 Kilometer von Berlin entfernt, und Berlin ist die Hauptstadt Deutschlands. Unweit ist der Trigger, das Signal, hoppa, ich brauche Genitiv. Es ist die Hauptstadt, weil es ist die Stadt im Nominativ, und im Genitiv wird daraus der Hauptstadt. Unweit der Hauptstadt, also unweit bedeutet nicht weit entfernt. Hier müsst ihr aufpassen, es könnte sein, dass zwei Sätze richtig sind. Und siehe da, es sind zwei Sätze richtig. Er verletzte sich während der Waldläufe am Knie oder er verletzte sich während des Waldlaufs am Knie. Hier geht es um während. Während ist eine häufig verwendete Präposition im Deutschen. Sie verwendet oder sie braucht, verlangt auch den Genitiv. Und hier habt ihr Plural, also der Waldläufe. Und hier habt ihr Singular, es ist der Lauf, also des Waldlaufs, mit einem Plural S am Ende. Dieses Wort hier, Koalitionszwang,
Das bedeutet einfach, ein Parlamentarier darf ja schon so abstimmen, wie er es für richtig hält. Aber es gibt ein ungeschriebenes Gesetz, dass Parlamentarier auch auf die eigene Koalition, also Gruppe im Parlament, achten müssen. Und dann spricht man vom sogenannten Koalitionszwang. Sich einer Sache enthalten, das geht mit Genitiv. Und deswegen, die Parlamentarier enthielten sich ihrer Stimmen, hier im Plural, trotz des Koalitionszwangs. Hier habt ihr zweimal Genitiv, zum einen hier, trotz geht mit Genitiv und deswegen des Zwangs. Und hier, sich einer Sache enthalten, ist ebenfalls mit Genitiv und dann habt ihr ihrer Stimmen. Und die letzte Aufgabe für heute, und dann habt ihr es geschafft, das ist auch ein kleines Quiz. So schreibt man das richtig. Diesseits der Grenze ist Polen, jenseits der Grenze ist Russland. Diesseits, jenseits, wo bin ich? Diesseits der Grenze ist Polen, hier ist die Grenze, jenseits der Grenze ist Russland. Wo bin ich? Hier geht es mir hauptsächlich diesseits und jenseits. Das geht mit Genitiv und deswegen ist es die Grenze, aber im Genitiv eben der Grenze. Und wie ist die Antwort, die Frage zu beantworten? Klar, wenn hier Polen ist und dort Russland, wo bin ich? Natürlich in Polen. Und hier habt ihr noch zu guter Letzt eine kleine Satzbildungsübung. Ihr wisst schon, wie das funktioniert. Schaut es euch an, stoppt das Video, macht den Satz und wir schauen uns dann gemeinsam die Lösung an. Jetzt, wenn ich hier draufklicke, dann haben wir die Lösung der Aufgabe. Hier wir haben. Man hat das Fahrrad meines Vaters gestohlen. Das ist relativ intuitiv. Meines Vaters, wessen Fahrrad hat man gestohlen? Meines Vaters, der Vater ist maskulin, deswegen es und er ist hier am Ende. Man kann entlang des Flusses Rad fahren. Entlang ist eine Präposition und die geht zusammen mit Genitiv und deswegen entlang des Flusses, es ist der Fluss und deswegen es. Ich gehe trotz des schlechten Wetters zur Schule. Trotz, kennt ihr bereits, ist auch eine Präposition, die mit Genitiv zusammengeht. Europa liegt nördlich des Äquators, nördlich, südlich, östlich, westlich, kennt ihr, das ist auch Genitiv, liegt nördlich des Äquators. Außerhalb dieses Klassenzimmers könnt ihr machen, was ihr wollt. Außerhalb, innerhalb, oberhalb, unterhalb, ebenfalls Genitiv, das Klassenzimmer, also dieses Klassenzimmers. So, meine Lieben, ihr habt jetzt alle vier Fälle einmal durchgenommen und ihr könnt ein kleines bisschen verschnaufen. Der Grammatikteil ist zu mehr als 50% bereits hinter uns. Ich hatte euch ja am Anfang des Moduls versprochen, wir werden auch viele Lektionen machen über Kultur, über Sport, über Geografie. Und so allmählich, langsam aber sicher, werden wir in diese Richtung gehen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, vor allem Gesundheit und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.